Moin aus Hamburg, mein Name ist Yannick Schwalbe von Care & Stelli. Ich habe hier vor mir eine Yerlink MVC 860 und dieses System stelle ich jetzt einmal genauer vor. Zuallererst, was ist eigentlich ein Yerlink MVC System? Ein Yerlink MVC System sind die Systeme von Yerlink, die Microsoft Teams Rooms on Windows abbilden. Und dementsprechend besteht ein Kit immer aus einem M-Core, das ist ein Mini-PC, auf dem Windows mit Microsoft Teams on Windows eben drauf läuft. Hier schon in der zweiten Generation und dem Yerlink M-Touch ebenfalls in der zweiten Generation mittlerweile. Das ist sozusagen das Grundkit eines MVC-Systems und darüber hinaus gibt es verschiedene Bundle-Lösungen von Yerlink für unterschiedliche Konferenzraumgrößen oder auch für zum Beispiel unterschiedliche Anforderungen. Wir haben jetzt hier zusätzlich noch eine UVC 86 angeschlossen als eben Kamera- und Mikrofoniesystem, sind aber in unserer Anschlussart eben sehr flexibel aufgestellt und können hier individuell an uns zum Beispiel verschiedene Mikrofone oder auch Lautsprecher anschließen. Wir haben hier sogar die Möglichkeit, von Yerlink den AV-Hub anzuschließen, um so auch unser ganzes Setup nach außen für Drittanbieter zu öffnen. Jetzt auch seit neuestem Zweifel zertifiziert die Systeme von Shure oder Biamp, um hier auch anspruchsvolle Lösungen abbilden zu können. Darüber hinaus bietet der M-Core aber auch schon standardmäßig wirklich einiges an Anschlussmöglichkeiten, sodass wir hier auch direkt verschiedenstes Zubehör anschließen können. Das Yerlink M-Touch 2 ist die zentrale Bedieneinheit des Systems und wird per CAT-Kabel verbunden. So können wir auch längere Strecken überbrücken, um zum Beispiel unser Touchpanel frei auf dem Tisch positionieren zu können und das Kabel dann schön versteckt bis hin zum M-Core legen, um somit unser System bequem vom Konferenztisch aus bedienen zu können. Wir haben hier bereits schon über das Touchpanel einen Call hergestellt und möchten jetzt ganz gerne noch einmal in Kombination mit der UVC 86 die smarten Tracking Features zeigen. Dabei auch zu erwähnen, wir haben die UVC 86 schon bereits in einem anderen YouTube-Video schon mal im Detail vorgestellt. Also gerne in die Videobeschreibung schauen und sich über die UVC 86 nochmal im Detail informieren. Und wir bauen das Setup jetzt einmal ganz kurz um, richten die Kamera aus und zeigen dann die Tracking Features der UVC 86. Mein Kollege Daniel und ich befinden uns gerade am Live-Meeting und wir demonstrieren jetzt die smarten Tracking-Features der UVC 86. Wie Sie jetzt bereits schon bemerkt haben, wird die UVC 86 mich im Fokus halten, auch wenn ich aufstehe und mich im Raum bewege, wird die Kamera immer mir sozusagen folgen. Darüber hinaus realisiert die Kamera aber auch, dass sich Daniel mit im Raum befindet und blendet gleichzeitig per Picture-in-Picture unten links ein zweites Bild ein, sodass die Personen gegenüber auch immer den kompletten Raum im Fokus haben und alle Personen im Raum sehen können. Darüber hinaus wird oben rechts einmal eine kleine Zahl eingeblendet von allen Personen, die die Kamera aktuell registriert hat. Genau, von mir auch einmal noch ein Moin. Die Kamera wird mich jetzt in dem Moment auch erfassen. Genau dasselbe Szenario. Ich stehe auf, gehe nach hinten. Sie wird mich weiterhin tracken. Und in dem Moment wird Yannick gerade ein anderes Feature einmal anmachen und gleich wieder auch ins Bild reinkommen. Und dann sehen Sie gleich, wie es dann auch aussehen kann, wenn zwei Leute gleichzeitig im Raum hinten stehen. Genau. Ich habe jetzt nämlich vom Speaker-Tracking auf das Auto-Framing umgeschaltet. Und das bedeutet einfach, dass die Kamera jetzt versucht, uns beide oder eben auch alle Personen, die sich im Meetingraum befinden, im Fokus zu halten. Das macht sie eben auch, wenn ich jetzt weiter nach rechts gehe zum Beispiel, wird die Kamera weiter hinaus zoomen und uns beide im Fokus halten. Das macht sie auch, obwohl ich der aktive Sprecher bin und Daniel in dem Fall jetzt nicht der aktive Sprecher ist. Das ist eben der Unterschied vom Auto-Framing zum Speaker-Tracking. Genau, das war jetzt eine kurze Live-Demo von den Speaker-Tracking-Features der UVC 86. Und abschließend bleibt eigentlich zu sagen, dass die Yerlink MVC-Systeme sich an alle Konferenzraumgrößen eignen, gerade eben, weil die Systeme so flexibel sind und auf jeden Raum individuell angepasst werden können, was Zubehör und Ausstattung angeht. Da sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. In der Videobeschreibung finden Sie noch alle Links zu unseren Artikeln oder auch Social-Media-Kanälen. Und das war's von mir und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Von mir auch ein Ciao.